Ja, moin, ich bin's mal wieder, euer Autopilot. Heute habe ich auch mal wieder was auf dem Herzen, über das ich mit euch reden möchte. Und zwar, ja, die Freundlichkeit in der Gesellschaft und deren Wandel. Also im Prinzip ist es relativ simpel, was mich immer wieder verwundert und entsetzt zugleich. Ich habe früher gelernt, dass man, selbst wenn man Fremden über den Weg läuft, denen die Tageszeit sagt. Entweder guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder ein einfaches Hallo, also zur Begrüßung. Das hat sich dramatisch geändert, wie ich finde. Besonders aufgefallen ist mir das, als ich vor einigen Jahren nach Düsseldorf gezogen bin, in meine neue Heimatstadt, und dort zum Fitnessstudio gegangen bin. Früher war ich in der Eifel auf dem Land, bist du ins Fitnessstudio reingegangen, hast gesagt guten Morgen und alle sagten ja moin, hi, hallo oder sonst irgendwas. Hier kommst du rein und sagst guten Morgen und keine Sau antwortet. Da dachte ich schon, okay, hier ist etwas komisch, aber egal. Und es hat auch nur anderthalb Jahre gedauert, bis sie gemerkt haben, dass der tätowierte Taugenix ja nicht aus dem Knast kommt und vielleicht auch drei, vier Sätze fehlerfrei aneinander rein kann und aussprechen kann und vielleicht auch gar nicht so dumm ist, vielleicht ist er ja doch ganz nett. Hat nur anderthalb Jahre gedauert, bis dann die ersten Grüße zurückkamen. Sensationell, wie ich finde. Mega cool. Aber gehen wir mal weiter. Du gehst spazieren, ich habe ja zwei Hunde, wie die meisten wissen. Und wenn ich Gassi gehe und da ältere Herrschaften auf mich zukommen und ich sage denen guten Tag, die gucken einen an, als wäre man Psychopath. Die springen quasi schon fast in den Schützengraben, bringen sich in Deckung, weil sie denken, sie kriegen jetzt gleich richtig ein paar aufs Maul. Und ich sage wirklich nicht irgendwie aggressiv hallo, so hallo oder so, ne? Nein, ich sage guten Tag. Die sind sofort in der Abwehrposition und denken, ey, da ist was nicht in Ordnung. Und das finde ich eigentlich schade. Denn ich finde, dass diese gewisse Freundlichkeit, die man an den Tag legt, ja nun auch durchaus erwidert werden kann. Anderes Beispiel. Gehst du als Mann zu einem Mädel und sagst, alleine um ihr ein gutes Gefühl zu geben und ihr einen schönen Tag zu wünschen und weil man vielleicht das Bedürfnis hat, mal was Nettes zu sagen, oh ja, sowas soll passieren, gehst du hin und sagst, hör mal, ich finde, du siehst super aus, klasse, oder du trainierst gut, mach weiter so. Die denken doch, du hasse nicht mehr alle. Anstatt sich nur auf die Aussage zu konzentrieren, denken die, ja, alles klar, der will hier mal schnell eins, eins, zwei, drei in die Kiste kriegen. Aber es ist einfach nicht die Intention. Ich sag nur, die Gesellschaft hat sich so extrem verändert. In den 60er, 70er Jahren hätte man gesagt, junge Frau, Sie sind sehr hübsch, hätte die junge Frau gesagt, ja, vielen Dank, der werte Herr. Und jetzt? Jetzt wird man angeguckt, als käme man von einem anderen Stern. Als wäre man ein Außenseiter, als wäre man ein Bekloppter, als wäre man reif für die Klapse. Die Frage, die sich dann gestellt wird, wo ist denn der ausgebrochen, wo ist denn sein Pfleger? Schade eigentlich, oder? Ich meine, so eine gewisse Freundlichkeit und so gewisse positive Äußerungen, die man auch mal empfängt, tun einem ja auch ganz gut. Also ich weiß nicht, mir gefällt das schon ziemlich gut, wenn man mir sagt, ey, du bist aber ein netter Typ. Ich hätte da keinen Hintergedanken. Vielleicht bin ich naiv, keine Ahnung, vielleicht bin ich für die Werte der aktuellen Gesellschaft zu naiv. Aber denk mal drüber nach, ob das nicht vielleicht schade ist, dass sich das so entwickelt. Warum ist alles immer nur auf Konfrontation und auf Beleidigen aus, auf Niedermachen, auf Mobben und so weiter? Warum kann das nicht das Gegenteil sein? Denk mal einfach drüber nach. Ich fahre jetzt weiter. Ich stehe gerade an der roten Ampel. Gleich geht's weiter für mich. Bin auf dem Weg zur Arbeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und vielleicht ist das der eine oder andere Aufnahme oder das eine oder andere Video von mir vielleicht ein Denkanstoß für manche, die sich da auch mal selbst reflektieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Bis dann. Es darf gerne geteilt werden.